Wann kann ich in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wann kann ich in Rente gehen? Das ist eine der Fragen, die uns faktisch jeden Tag in unserer Rentenberatungskanzlei auf Rentenbescheid24.de erreichen. Und deshalb möchte ich hier mal mit dieser Videopräsentation mal auf dieses Thema eingehen und Ihnen mal ein paar ganz interessante Daten und Fakten zur Verfügung stellen, damit Sie dann später einmal selbst überblicken können, wann es für Sie Sinn macht, in Rente zu gehen. Und der erste Fakt ist das Geburtsdatum, dann die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich in Rente zu gehen, welche Altersrente kann ich für mich nutzen und last but not least erfülle ich die Voraussetzung für meine gewünschte Altersrente. Das Geburtsdatum ist wichtig für den Rentenbeginn. Stellen Sie sich also bitte vor, Sie sind zum 1. Januar 1958 geboren und Sie vollenden am 31.12.2020 das 63. Lebensjahr. Dann können Sie am 1. Januar 2021 in eine Altersrente gehen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie 35 Jahre Wartezeit erreicht haben. Dann natürlich mit Abschlägen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, in Rente zu gehen? Das ist immer ein ganz schweres Thema. Hier geht es meistens um persönliche Entscheidungen, um die Frage, ob ich mit meiner Arbeit aufhören will, ob ich vielleicht sogar noch arbeiten muss und Rente beziehen muss, damit ich wirtschaftlich über die Runden komme oder aber ich letzten Endes vielleicht auch nochmal beruflich neu durchstarten will oder meinen Hobbys nachgehen möchte, mit meinem Ehepartner zusammen nochmal auf große Reise gehe oder was auch immer hier der ausschlaggebende Punkt ist, in Rente zu gehen. Eines der hauptsächlichen Aspekte, die uns die Menschen praktisch in der Beratung immer mitteilen, ist, sie wollen einfach raus aus der Arbeit, sie wollen keinen Stress mehr haben und sie wollen ihren Ruhestand einfach in Würde genießen. Welche Altersrente kann ich nutzen? Tja, das SGB VI lässt uns ja letzten Endes nur vier Altersrentenarten zu oder gibt uns die nur vor. Das ist einmal die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Kommen wir zur Regelaltersrente. Das ist die sogenannte reguläre Rente und die beginnt ab dem Geburtsjahrgang 1964 mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Seit 2012 gibt es für die Geburtsjahrgänge ab 1947 bis 1963 einen stufenweisen Anstieg der Altersgrenze von dem 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr. Schauen wir uns gleich mal in einer nächsten Folie an. Genau, und hier ist die Folie. Und jetzt gehen Sie einfach mal auf den Geburtsjahrgang 1958 und da steht dann geschrieben, dass Sie mit Vollendung des 66. Lebensjahres in die Regelaltersrente gehen können. Anspruchsvoraussetzung für die Regelaltersrente ist, ich muss eine allgemeine Wartezeit von mindestens 60 Kalendermonaten erfüllen. Das ist die allgemeine Wartezeit, also 5 Jahre allgemeine Wartezeit. Dort zählen Pflichtbeiträge oder freiwillige Beitragszeiten mit rein. Und Sie werden es gar nicht glauben, wenn Sie zwei Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, erzogen haben, bringt das nach der neuen Mütterrente 2 schon eine Regelaltersrente. Und zwar bekommt man dann 60 Kalendermonate Kindererziehungszeiten zugeschrieben und das macht dann nach aktuellen Rentenwert 34,19 € eine Monatsrente von ca. 170 € brutto aus und zwar ein Leben lang. Sie haben dafür keinen einzigen Beitrag in die Rentenkasse eingezahlt, in dieser Fallkonstellation. Bei der Regelaltersrente ist ein vorzeitiger Beginn nicht möglich und die Regelaltersrente ist immer ohne Abschlag. Kommen wir zur Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die zweite Altersrente, ist eine vorzeitige Altersrente. Die nennen wir im Volksmund auch Rente mit 63. Der Beginn ist ab dem Geburtsjahr 1964 mit dem 67. Lebensjahr. Derzeit gibt es den regulären Beginn ab dem Geburtsjahrgang 1949 bis 1963 mit einem stufenweisen Anstieg
des regulären Anstiegs vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr. Analog Regelaltersrente. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt einen vorzeitigen Beginn ab Vollendung des 63. Lebensjahres. Das ist schon immer so gang und gäbe bei dieser Rentenart. Hier mal der reguläre Beginn mit einer Tabelle. Nehmen wir uns wieder das Geburtsjahrgang oder den Geburtsjahrgang 1958 vor. Dann geht der Versicherte mit 66 Jahren regulär in Rente. Wenn er vorzeitig in Rente geht mit 63 Jahren, bekommt er dann bezogen auf das 66. Lebensjahr hier 10,8% Abschlag. Das sind nämlich genau 36 Kalendermonate vorzeitiger Rentenbeginn mit 0,3% mal 36 macht 10,8% Abschlag. Die Anspruchsvoraussetzung für den vorzeitigen Beginn bei der Altersrente für langjährig Versicherte mit Abschlag: Ich brauche das 63. Lebensjahr. Ich muss mindestens 35 Jahre Wartezeit nachweisen können. Hierzu fallen alle rentenrechtlichen Zeiten rein. Wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie einfach unseren Beitrag Wartezeit 35 Jahre, der hier mit dem Link untersetzt ist. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ich muss mal einen Rentenantrag stellen. Ohne Rentenantrag keine Rente. Kommen wir jetzt zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Da ist es auch wieder so, dass bei dem Geburtsjahrgang ab Januar 1952 bis zum 31.12.1963 ein stufenweiser Anstieg des regulären Beginns vom 63. Lebensjahr auf das 65. Lebensjahr stattfindet und beim vorzeitigen Beginn vom 60. Lebensjahr auf das 62. Lebensjahr. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass die Regelaltersgrenzen im Jahr 2007 mit Beginn 2012 angehoben worden sind. Und deshalb gibt es hier auch eine Anhebung der entsprechenden Altersgrenzen. Auch hier wieder eine Tabelle. Ja, Sie sehen das. Wer 1958 geboren wurde, kann vorzeitig mit 61 Jahren glatt in die Rente gehen. Ich brauche da nur 35 Jahre Wartezeit. Und bei regulärem Beginn ist es in dem Fall hier das 64. Lebensjahr. Und Sie sehen auch, die Differenz sind immer 3 Jahre. Das zieht sich durch die ganze Tabelle so durch. Das heißt also, der maximale Abschlag bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen beträgt immer 10,8%. Jetzt kommen wir mal zu den Anspruchsvoraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ich muss das Lebensalter vollendet haben. Da schauen wir dann nochmal in die Tabelle rein. Ich muss die Wartezeit 35 Jahre erfüllt haben. Das ist genau die gleiche Wartezeit wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte. Da schauen Sie bitte mal auf die Folie Nummer 12 nochmal drauf. Und ich muss bei Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von mindestens 50 nachweisen. Das ist nämlich der Beginn der Schwerbehinderung. Deshalb heißt ja auch die Rente Altersrente für schwerbehinderte Menschen und nicht Altersrente für behinderte Menschen. Die Schwerbehinderung muss bei Beginn der Rente vorliegen, hatte ich schon gesagt. Sie kann auch rückwirkend bewilligt werden. Bei Aberkennung der Schwerbehinderung kein Wegfall der einmal zuerkannten Altersrente. Und was ganz wichtig ist, was viele Leute nicht wissen, wenn die Schwerbehinderung aberkannt wurde, habe ich 3 Monate Schutzfrist. Das heißt also, ich kann innerhalb von 3 Monaten nach Aberkennung der Schwerbehinderung auch noch einen Rentenantrag stellen auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und würde diese dann auch bekommen, wenn ich zum Beispiel innerhalb der Schutzfrist erst die 35 Jahre Wartezeit erreicht habe. Kommen wir jetzt zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die kennen Sie unter dem Stichwort 45 Jahre Wartezeit und Lebensalter ab dem 63. Lebensjahr. Diese Altersrente ist grundsätzlich nur ohne Abschlag möglich. Es gibt keinen vorzeitigen Rentenbeginn. Damit deckt sich das sozusagen mit der Regelaltersrente. Dort gibt es auch keinen vorzeitigen Rentenbeginn. Der Beginn der Rente ab dem 63. Lebensjahr mit 45 Jahren Wartezeit ist seit dem 1. Juli 2014 möglich. Der Rentenbeginn für die Geburtsjahrgänge ab 1964 nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder die entsprechende Tabelle mit der Anhebung des Lebensalters oder mit der Anhebung des Renteneintrittsalters. Also wer 1953 geboren war,
oder wurde, der konnte schon mit 63 Jahren und 2 Kalendermonaten in diese Rente gehen. Wer 1958 geboren ist, kann mit glatt 64 Jahren in Rente gehen. Und hier sehen Sie auch mal bei der Tabelle letzten Endes, dass es immer um 2 Monate Anhebung, stufenweise Anhebung bis zum Geburtsjahrgang 1963 geht. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 habe ich dann wieder die 65 Jahre, die ich benötige, um in diese Altersrente zu gehen. Ja, für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte brauche ich natürlich wieder die Wartezeit von 45 Jahren. Das sind 540 Kalendermonate. Und dazu und was dazu zählt zur Wartezeit, zu den 45 Jahren und was nicht, das können Sie bitte in unserem Beitrag auf www.rentenbescheid24.de unter dem /Renten-ABC nachlesen. Dort habe ich ausführlich beschrieben, welche konkreten Wartezeiten für die 45 Jahre dazu zählen und welche nicht. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen an unserer Auflistung hier oder von dem, was wir jetzt gesagt haben? Na, dann lassen Sie sich mal ganz kurz überraschen. Denn der reguläre Beginn der Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfolgt für die Geburtsjahrgänge ab 1953 bis 1958 vom Lebensalter her später als beim Beginn für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und zwar bezogen für die gleichen Geburtsjahrgänge. Das heißt also übersetzt, dass die Rentnerinnen und Rentner, die für beide Renten die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und auch das Lebensalter haben, dass also sozusagen für diese Rentner es günstiger ist, in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu gehen, weil sie nämlich hierzu praktisch nicht älter sein müssen, sondern jünger sein können, also praktisch die Geburtsjahrgänge für sie günstiger sind und deshalb sie auch hier entsprechend schneller in die Rente gehen können. Voraussetzung ist natürlich 45 Jahre Wartezeit. Vergleichen Sie einfach mal die Folie 19 mit der Folie 14, da wird Ihnen das für den besagten Zeitraum oder die Geburtsjahrgänge ganz gut auffallen. Ihr Rentenbeginn ist maßgeblich davon abhängig, wann Sie geboren sind und welche der 4 gesetzlichen Rentenarten Sie in Anspruch nehmen wollen. Daneben gibt es natürlich noch viele Gestaltungsspielräume, um sich für den Beginn einer Rente zu entscheiden. So zum Beispiel der aktuelle Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro, sensationell hoch für das Jahr 2020. Ab 2021 gilt dann wieder der alte Freibetrag 6.300 Euro. Oder auch vielleicht steuerliche Fragen oder. Eines muss Ihnen aber klar sein. Wenn Sie eine Altersrente vor der Regelaltersrente in Anspruch nehmen wollen, wird diese vorzeitige Altersrente wahrscheinlich geringer ausfallen als die reguläre Rente. Denn wenn Sie nämlich bis zur regulären Rente weiterarbeiten würden, würden Sie auch dazu entsprechende Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und damit auch mehr Entgeltpunkte haben und damit auch eine höhere Rente bekommen. Und zum Abschluss. Sie haben Fragen zum Thema Rente, Rentenbeginn oder Planung Ihrer Rente? Dann nutzen Sie unsere umfangreichen Beratungs- und Dienstleistungsangebote rund um Ihre Rente. Wo? Auf www.rentenbescheid24.de. Und ich wünsche Ihnen im Speziellen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.